Eigentlich der Ortsbürgermeister Jens Schlichting möge mir das verzeihen, sagen sich im beschaulichen Gudersleben öfter schon mal Hase und Igel gute Nacht. Heute jedoch am Lindenhof war das ein wenig anders. Hier fuhr am Nachmittag der Dienstaudi der Thüringer Sozialministerin vor. Und wenn Sie jetzt annehmen, Heike Tauberts Fahrer hätte sich verfahren, dann irren Sie. Die Frau war schon mal hier, vor etwa einem Jahr. Und von Horizont-Geschäftsführer René Kübler wollten wir erst mal wissen, was man der Ministerin heute erzählen will. Wir haben Sie eingeladen zu einem Arbeits- und Informationsbesuch hier in unserem Familiencamp in Gudersleben. Hintergrund ist, dass wir seit 2009 nicht unerhebliche Fördermittel bekommen haben für die Errichtung des Familiencamps. Und wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, ein paar Zwischeninformationen zu geben. Wie ist der Baufortschritt? Wie sind wir vorangekommen? Aber auch noch mal ein Stück dafür zu werben, dass wir ja doch noch eine Finanzierungsscheibe brauchen. Familiencamp, das ist nicht nur das Stichwort, sondern so heißt auch das Projekt. Vier Familien können vermutlich ab dem kommenden Jahr hier Urlaub machen, quasi auf einem Bauernhof. Doch das Lindengut ist mehr als ein Urlaubsdomizil. Es stellt zugleich die Verbindung her zum Leben auf dem Dorf in diesem Ortsteil von Elrich. Letztlich kann und soll das Dorfgemeinschaftshaus, das eine Seite des Bauernhofes ausmacht, nicht nur von den Einwohnern genutzt werden, sondern auch von den Familien, die hier eine Erholung erfahren sollen. Das ist noch Zukunft. Doch es hat sich schon vieles getan, bestätigt auch die Ministerin. Ja, das erste Mal war noch vieles sehr verfallen hier. Jetzt haben wir schon im Hintergrund ein neues Gebäude, das im Innenausbau noch gemacht werden muss. Ich habe schon den Eindruck, dass sowohl die Gemeinde als auch Horizont TV als Träger dieses Projekt sehr engagiert gearbeitet haben in dem reichlichen Jahr, in dem ich jetzt hier nicht gewesen bin. Ohne Moos nichts los, das gilt auch für die Arbeit des Horizontvereins. Und so wird eine solche Investition nicht von heute auf morgen zu schultern sein, sondern in Jahresscheiben. Man ist auf Fördermittel angewiesen. Auch rund 50.000 Euro an Eigenmitteln steuerte Horizont in den zurückliegenden Monaten bei. Doch Klappern gehört bekanntlich weiterhin zum Handwerk eines Vereinschefs. Und der will von der Ministerin gern noch 120.000 Euro. Nicht wahr, Frau Taubert? Ja, wir haben im Ministerium schon mal geschaut, weil Herr Kübler wirklich ganz rührig ist und auch uns immer wieder mal besucht und seine Wünsche vorbringt. Wir können vielleicht dieses Jahr noch 40.000 Euro berappen für dieses Projekt. Es wäre, denke ich, auch gut, dass man dann im Innenausbau ein Stück weit weiterkommt. An vielen Stellen wird im Vierseitenhof gewerkelt, denn irgendwann einmal im kommenden Jahr soll das Familiencamp die ersten vier Familien aufnehmen können. Bleibt uns René Kübler noch die Erklärung schuldig, was Urlaub im Familienlager denn überhaupt bedeutet? Ja. Also im Familiencamp geht es darum, geboren vor circa 2 Jahren als Idee im Rahmen des Tizians-Programms. Tizian ist im Land ein Programm gegen Kinderarmut gewesen, läuft auch heute noch. Und wir haben in der NNZ damals übrigens verkündet, dass wir neue Hilfsprojekte stricken wollen in der Bekämpfung gegen Kinderarmut. Eines davon ist dieses Familiencamp. Es geht darum, dass wir Kindern, die also aus sozial schwachen Familien kommen, und das ist immerhin jedes fünfte Kind hier in Thüringen, kommt aus sozial schwachen Verhältnissen, aus sogenannten armen Familien, die also nur circa durchschnittlich 60% des Nettoeinkommens aller vergleichbaren Familien hier in Deutschland haben, die Möglichkeit offerieren, einen Aufenthalt von circa 4 bis 6 Wochen hier mit ihren Eltern gemeinsam erfahren zu dürfen. Es geht also vorzugsweise um Erholung, aber es geht auch darum, und deswegen also arbeiten und erholen, dass man also auch seine Eltern hier erleben darf, wie sie dabei sind, sinnstiftend sich auch hier zu beschäftigen, also ob das im Forstbereich hier im Gudersleben ist oder Errichtung von Kinderspielplätzen oder auch im Garten oder im Umgang mit Tieren. Also das ist ein Hintergrund, ein Stück Familienstruktur, familienbildend auch hier zu agieren und Impulse zu setzen, so für dieses, wie kann es zu Hause vielleicht auch demnächst anders gehen. Und weil Gudersleben heute für wenige Stunden der Nabel der Welt des Landkreises Nordhausen war, kam Nordhausens Bürgermeister Matthias Jendrike flugs hierher geeilt, um einen Check für das Schulobstprogramm in Empfang zu nehmen. Den hatte Heike Taubert nämlich auch noch gleich mitgebracht.